Nun also wirklich, die 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Twitter durch Elon Musk ist offenbar vollzogen. US-Medien berichten übereinstimmend, der Tech-Milliardär habe bereits mehrere Führungskräfte gefeuert. Damit zeichnet sich ein Kurswechsel bei dem Kurznachrichtendienst ab, der in den USA auch bei Politikern sehr populär ist. Musk gibt sich als entschiedener Vertreter des Rechts auf Redefreiheit. Er hatte wiederholt zu starke Einschränkungen durch Twitter beklagt und Änderungen versprochen. The bird is freed, der Vogel ist befreit, twittert Elon Musk in der Nacht. Gemeint ist wohl das Twitter-Logo, ein blauer Vogel. Was genau der Multimilliardär damit sagen will, ist unklar. Musk hatte wiederholt kritisiert, dass Twitter zu stark die Meinungsfreiheit einschränke. Kritiker fürchten, dass unter seiner Führung Hass und Hetze auf Twitter zunehmen könnten. Wir haben unzählige Nachweise, dass soziale Netzwerke ohne Leitplanken in Hass, Frauenfeindlichkeit und Verschwörungstheorien enden. In einem offenen Brief versuchte Musk, Werbekunden und Nutzer zu beruhigen. Er wolle einen digitalen Marktplatz schaffen, auf dem unterschiedlichste Meinungen gewaltfrei diskutiert werden können. Der selbsternannte Chef-Twitterer soll bereits drei Führungskräfte des Kurznachrichtendienstes gefeuert haben, den bisherigen Firmenchef Parag Agrawal, den Finanzchef Ned Siegel und Chefjuristin Vijaya Gadde. Sie verbannte Donald Trump nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington. Nun könnte Elon Musk den gesperrten Ex-Präsidenten begnadigen, gerade noch rechtzeitig vor den Kongresswahlen Anfang November. Eine offizielle Bestätigung des Kaufs von Twitter durch Elon Musk wird im Laufe des Tages erwartet. Um 23 Uhr deutscher Zeit endet eine richterliche Frist zum Abschluss der Übernahme. Dorothee Holz in Frankfurt. So wie es aussieht, wird also Elon Musk bei Twitter in Zukunft den Ton angeben und das nach langem Hin und Her. Sind die Aktionäre jetzt erleichtert? Das sind sie. Allerdings ist die Twitter-Aktie heute in New York vom Handel ausgesetzt, da es ja immer noch nicht offiziell ist. Das Übernahmedrama hat aber die Aktionäre und die Aktie auf eine Achterbahnfahrt geschickt, als Musk die Übernahme im April angekündigt hatte für 44 Milliarden Dollar. Da gab es lauten Jubel. Die Aktien schossen regelrecht in die Höhe, als er das Ganze wegen angeblicher Fake News canceln wollte. Folgte dann der Absturz an der Börse und jetzt wieder der Höhenflug. Der Aktienkurs spiegelt auch die Unberechenbarkeit von Musk wider. Und es ist keineswegs ausgemacht, dass er das defizitäre Unternehmen auf die Erfolgsspur bringt. Hier glaubt man, dass er sich kaum mit den Geschäftszahlen, dafür umso mehr mit seinem Credo, den Vogel zu befreien, befasst hat. Der deutsche Markt gönnt sich auf jeden Fall zum Wochenende eine Atempause. Es geht um 0,5% runter auf 13.141. Die Wochenbilanz ist aber sehr positiv. Dorothee Holz, vielen Dank. Energiekrise, hohe Inflation, gestörte Lieferketten, die Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft sind derzeit nicht optimal. Umso überraschender sind daher die Zahlen, die das Statistische Bundesamt heute bekannt gab. Das Bruttoinlandsprodukt stieg laut einer ersten Schätzung im dritten Quartal leicht um 0,3%. Angesichts der Folgen des Ukraine-Kriegs rechnen Experten für das kommende Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not, lautet ein altes Sprichwort, an das sich die Deutschen immer ganz besonders gehalten haben. Trotz der jahrelangen niedrigen Zinsen legten sie viele Milliarden auf die hohe Kante. Jetzt, da die Zinsen wieder steigen, machen es Inflation und hohe Preise den Menschen schwerer, Geld zurückzulegen. Nach einer Umfrage des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands zum heutigen Weltspartag fühlen sich nur 38% der Befragten momentan finanziell gut aufgestellt. Die Leipziger Innenstadt an einem Nachmittag. Trotz Krise ist die Lust am Shoppen offenbar ungebrochen. Das Thema Sparen treibt dennoch viele Menschen um. Gerade auch junge Leute zum Beispiel oder so die sogenannte Mittelschicht kommt, glaube ich, im Moment nicht mehr zum Sparen. Sparen nimmt für uns eigentlich derzeit gar keine Rolle mehr ein, weil wir versuchen, unser erspartes Geld in sinnvolle Sachen zu investieren, weil das Geld ja weniger wert wird. Es gibt genug Menschen, die müssen auf jeden Pfennig gucken. Ja. Und für die wird meiner Meinung nach zu wenig gemacht. Im Osten sparen tendenziell weniger Menschen als im Westen. Inflation und steigende Energiepreise verschärfen das Problem zusätzlich, heißt es vom Ostdeutschen Bankenverband. Etwa 50% der Bevölkerung kann schon gar nicht mehr sparen. Der Anteil steigt und wächst auch von den eh schon niedrigen Einkommen, die schon dauerhaft nicht sparen können, weiter in die Mittelschicht.
Dabei sei ein Notgroschen eigentlich elementar, sagen Experten. Jeder und jede sollte sparen. Mindestens die 2 oder 3 Monatseinkommen auf dem Tagesgeldkonto, damit man nie wieder den Dispo braucht. Dispozinsen sind 10%, das ist richtig teuer, wenn man da rein muss. Der Experte rät, Geld für größere Anschaffungen auf einem weiteren Konto parken und dann, wenn noch Geld übrig ist, möglichst breit anlegen. Für viele ist das derzeit wohl mehr Wunsch als Wirklichkeit.